So. Wir kämpfen noch etwas mit der Technik. Sie haben es gerade mitbekommen. Aber trotzdem, ich freue mich, heute hier so viele Mitstreiter begrüßen zu können. Die Polizei hat gerade schon 150 Personen circa gezählt. Wir haben ähnlich gezählt. Das ist schon eine sehr gute Mobilisierung hier für Wuppertal. Ich weiß von vielen Anwohnern, die auch unsere Infotelle vorne angerufen haben, dass sie auf der Strecke hier noch zu uns stoßen wollen. Es ist ja die Uhlendaler Straße bekannt als Demonstrationsroute, die direkt bis zur geplanten Großmoschee an der Garte führen wird. Pro NRW ist die islamkritische Partei in Nordrhein-Westfalen. Und ich freue mich, Sie alle hier herzlich begrüßen zu können. Wir zeigen Protest gegen Islamisierung, wir zeigen Protest gegen Überfremdung, wir zeigen Protest gegen eine verfehlte Zuwanderungspolitik. Und für all diese Dinge stehen Sie, mutige Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, heute hier auf der Straße als Avantgarde der islamkritischen Bewegung. Ich bin stolz auf Sie. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, die Demonstrationsroute wird mitten in das Herz von Wuppertal-Elberfeld hineinführen. Laut unserer Liste die Ersten sein, die gegen so ein Wahrzeichen der Islamisierung protestieren müssen. Die Linken sind für die Abschaffung aller Religionen. Sie sind gegen den Einfluss von Religionen auf Staatswesen. Und sie unterstützen trotzdem gerade den Islam, der eine Trennung von Staat und Religion noch niemals vollzogen hat. Das will mir einfach nicht in den Kopf, wahrscheinlich wissen Sie es selber nicht. Die Linken sind für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, aber unterstützen den Islam. Die Linken gehen so weit, Gender Mainstreaming zu fordern, was ich auch nicht mehr nachvollziehen kann. Aber der Islam ist das größte Geschlechter-Apartheidsregime auf der ganzen Welt und die Linken unterstützen sie auch noch. Und dann rufen sie uns immer Nazis raus zu. Ich meine, wenn sie nur gegen Nazis wären oder die Antifa, nur gegen Faschisten, dann würde ich die sogar unterstützen, warum nicht? Aber deren Definition von Nazis oder Faschisten ist fernab jeglicher Realität. Alles, was nicht in das links indoktrinierte Weltbild passt, also alles rechts von der Mitte, bezeichnen sie als Nazis. Ich meine, es gibt Bürgerliche, es gibt Konservative, es gibt Islamkritiker, aber ich sehe ein, das sind relativ komplizierte Wörter, muss man sich erstmal merken, was den geistigen Horizont von den meisten Linksextremen deutlich übersteigen dürfte. Deswegen sagt man einfach Nazis, scheint alle übereinkommen, ist auch viel leichter zu brüllen, muss man sich nicht so viel Sachen merken. Also so gesehen durchaus nachvollziehbar. Ich möchte noch ganz kurz auf ein paar unangenehme Ereignisse in letzter Zeit eingehen. Und zwar die Hausdurchsuchung von Probe, die ein weiterer verzweifelter Versuch sein würden, politische Gegenkräfte mundtot zu machen. Fast gleichzeitig wurde Tommy Robinson, wer ihn nicht kennt, das ist der Leiter der English Defense League, unser Vorbild, wurde er unter wirklich fadenscheinigen Begründungen festgenommen. Er sitzt jetzt noch im Gefängnis. Sein Antrag auf Kaution wurde gestern abgelehnt. Seine Konten wurden eingefroren, um die IDL bewegungsunfähig zu machen. Er wird Weihnachten nicht bei seiner Familie und Silvester nicht bei seinen Kindern verbringen dürfen. Er wird bis Januar noch im Gefängnis sitzen. Tommy Robinson ist einer der mutigsten Islamkritiker in ganz Europa. Ohne ihn würde es die German Defense League vermutlich nicht geben. Und ich kann euch an jeden appellieren, ihn zu unterstützen. Es gibt diverse Seiten im Internet, wo man für ihn spenden kann und wo man für die English Defense League seine Solidarität zeigen kann. Wenn Tommy Robinson fällt, das hat er auch mal in Brüssel gesagt, dann werden am nächsten Tag Dutzende weitere Tommy Robinsons seinen Weg weiterführen. Ihr könnt uns bedrohen, ihr könnt uns einschüchtern, aber ihr werdet uns niemals besiegen können. Dankeschön. Freiheit statt Islam! Freiheit statt Islam!
wir freundlich lächeln alle. Hurra! Hurra! Sicilia ist da! Hurra! Hurra! Sicilia ist da! Verkauft und verrät. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Leute mit den Uckermann haben. Und ich bitte ihn jetzt ans Mikrofon. Jörg Uckermann. Kritisiert wurde, dass der allgemeine Moscheenbau in Deutschland kritisiert wurde. Dem schließe ich mich an. Ich habe eben gerade gehört nebenbei, dass Vertreter der TTIP uns hier hochoffiziell ein paar rote Roten oder ein paar Rosen hier überreichen wollen. Der Herr Weißig hat sie schon angenommen. Dazu möchte ich sagen, gerade bei einer Bewegung wie der TTIP ist es zu wissen, dass Rosen nicht nur schön riechen, sondern dass sie Stacheln haben und dass man sich daran ernsthaft verletzen kann. Ja, genau. Die verfassungsfeindliche TTIP, die dem türkischen Staat unterstellt ist, versucht hier Einfluss zu nehmen, auch auf uns. Da bin ich mir bei Herrn Weißig sicher, dass das nicht geschieht. Und wir müssen denn weiterhin wachsam sein gegen jegliche Art von Extremismus. Vielen Dank. Danke, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Gesinnungsfreunde. Ich bin sehr froh, dass hier und heute so viele Patrioten an dieser Anti-Islamisierungsveranstaltung teilnehmen. Und es macht mir eine ungeheure Freude zu sehen, dass so viele stolze Leute in der BRD wieder auf die Straße gehen, um für ihre Freiheit und gegen Islamisierung zu kämpfen. Besonders erfüllt mich mit Freude zu sehen und zu hören, dass diese Organisation und diese Veranstaltung ein Werk der Jugend Deutschlands ist, der deutschen nationalen hochfreiheitlichen Jugend Deutschlands. Und meine Verehrung an diese Jugend, meine Hochachtung an diese Jugend, denn ihr seid diejenigen, die für die Zukunft kämpfen müssen. Ihr müsst für eure Zukunft kämpfen und wir unterstützen euch so gut ihr könnt. Meine Gratulation und es ist mir eine Ehre, heute hier sein zu dürfen. Applaus
schon am Beginn meiner Rede möchte ich gleich eines einmal feststellen. Wir Patrioten müssen in Europa endlich wieder den Mut aufbringen, die richtigen Worte zu den falschen Taten der regierenden Machtelite auszusprechen und der fortschreitenden Islamisierung in Europa einen Riegel vorschreiben. Wir dürfen einfach nicht länger tatenlos zuschauen, wie abgehobene Polit-Establishment in unseren Ländern, hier bei Ihnen, hier bei mir in Österreich und in vielen anderen europäischen Ländern zusätzlich, die Masseneinwanderung fördern und damit die Zukunft unserer Kinder ganz einfach vernichten. Wir dürfen aber auch nicht zusehen, wie Moscheen und Minarette wie Pilze aus dem Boden sprießen und etwas, das mich ganz besonders stört, dass die autochthone Bevölkerung in diesen Ländern zu einer Minderheit wird, die sich fürchtet und die ganz einfach keine Existenzberechtigung in früher oder späterer Zukunft in diesen Ländern hat. Liebe Freunde, das, was wir fordern müssen, ist ganz einfach und das allererste und das wichtigste, einen Zuwanderungsstopp. Aber bevor ich es vergesse, ich möchte auch noch ganz herzlich die sicher in Zivil unter Ihnen weilenden Verfassungsschutzbeamten begrüßen. Das mache ich jedes Mal, das mache ich bei allen Islamisierungsveranstaltungen, weil ich weiß, dass sie zahlreich vorhanden sind. Und ich möchte Ihnen eine Botschaft mitgeben, meine verehrten Vertreter dieser Berufsgruppe. Wir sind die freiheitlichen, nationalfreiheitlichen Parteien, egal ob Pro-NRW hier, ob die FPÖ in Österreich, ob der Flamsbelang oder, und das möchte ich auch sagen, es ist zwar keine Partei, aber es ist eine unwahrscheinlich starke Bewegung, die unsere Jugend durchdringt und der unsere Jugend ganz einfach zustrebt, das ist der Block Identitär. Und diese Bewegungen werden immer wieder so dargestellt, als würden sie den Rechtsstaat und die Demokratie gefährden. Nein, meine Herrschaften, meine Antwort ist ganz eine einfache. Wir gefährden weder Rechtsstaat und schon gar nicht die Demokratie, aber wir sind eine vehemente Gefahr für das Establishment und für den Status quo. Und deshalb fürchten sie uns so wie der Teufel das Weihwasser. Genau.